Herzlich willkommen, Thomas Gottschalk. Guten Abend. Und dann fragen wir natürlich, ob wir uns Sorgen machen müssen. Müssen wir uns Sorgen machen? Zwei Sendungen aufgegeben im Bayerischen Rundfunk, Radio und Fernsehen. Und zwar mit der Begründung, ich merke doch, dass mein Körper sein Recht fordert. Bist du krank? Nein, also diese Radiosendung, die ich seit 3 Jahren im Bayerischen Rundfunk mache, ist ja in erster Linie dazu da, um Classic Rock zu spielen. Und zwischendurch erzähle ich dummes Zeug, so war das 3 Jahre. Und nun hat ja jeder mitbekommen, dass sich meine Lebensumstände ein bisschen geändert haben. Also ändere ich auch meine Pläne. Welche Lebensumstände? Ich bin jetzt wieder mehr in Deutschland und ich bin nicht mehr in Rente, sagen wir mal so. Ich bin so alt wie die NATO, ich bin auch heute in Feldgrün erschienen hier, deswegen. Also und, ist keine aber gute es geht mir besser als der NATO, also hirntot bin ich nicht. Aber ich habe natürlich, ich habe dummes Zeug erzählt, ich musste meinen Abschied beim BR sozusagen ja in irgendeiner Form begründen. Die wahren Gründe, nämlich, dass ich jetzt auch nur andere Pläne habe, wollte ich nun, wie das in solchen Fällen üblich ist, nicht vorschnell irgendwo verkünden, weil sie noch nicht spruchreif sind. Also habe ich gesagt, mein Arzt hat gesagt, es wäre schon riskant, wenn ich einmal im Monat das Bett verlassen würde. Okay. Und das habe ich als Ausrede benutzt. Und das hat sich dann unglaublich nun wie eine Lawine entwickelt. Also ich habe mich schon gewundert, dass die nicht sagen, das Skelett, das sie beim Günther Jauch im Garten gefunden haben, das war ich. Aber ich sitze hier, es geht mir gut. Und es ist auch ein bisschen idiotisch. Es gibt so viele Menschen, denen es wirklich schlecht geht, für die sich keine Sau interessiert und mir geht es gut. Und plötzlich musste ich mich da also wirklich rechtfertigen, dass ich sage, ja, Freunde, es geht noch ein bisschen. Und was sind die Pläne, über die du nicht reden möchtest nochmal? Nö, ich hatte ja, wir reden über das Alter. Ne? Hochzeit, du spinnst wohl. Also, nein, wir reden über das Alter. Aber die Pläne, das kommt gleich, aber die Pläne, also sagst du auch heute nicht. Es gibt Pläne, weshalb du diese Sendung aufgegeben hast, aber na, das ist ja, noch nicht na ja, klar, okay. Also das, da reden wir aber gleich, wenn wir über das Alter reden. Also, was man Alter überhaupt noch für Pläne haben kann, weil ja manche sagen, ab einem gewissen Alter sollte man keine Pläne mehr machen. Dem widerspreche ich nun energisch. Bevor wir aber über das Alter reden, möchte ich noch einen Satz zur Jugend sagen, weil ich war, im Gegensatz zum Kollegen Hane, durchaus beeindruckt von dem Kevin Kühnert, weil ich sage, ich bin von der Politik nicht nur inhaltlich, sondern auch personell ziemlich enttäuscht. Aber hier saß ein junger Kerl, der hat glänzend argumentiert, der hat eine Vision, der weiß, was er will. Man muss nicht mit einer Meinung mit ihm sein, aber da habe ich den Eindruck, der ist wirklich politisch interessiert, engagiert und hat eine Vision. Und das vermisse ich bei manchen älteren Kollegen. Wow, also, er kommt ja aus der Partei von Helmut Schmidt, der immer gesagt hat, wenn man eine Vision hat, sollte man zum Arzt gehen. Aber das ist auch eben früher gewesen. Du gehst zum Arzt und hast 8 Tabletten, die du jeden Tag nimmst. Was ist das? Ich weiß aber nur von 5, wofür sie sind. Ach so. Ja. Das macht die Sache also nicht leichter, oder? Ich habe Bluthochdruck und ich nehme sie nicht regelmäßig, aber ich merke, ich habe diese dämliche Blutdruckpumpe und die mache ich mir jeden Tag an und ich denke, das muss doch auch ohne gehen. Dann ist das Ding wieder da, wo es nicht sein soll. Und wenn ich dieses Zeug esse, dann geht der Blutdruck runter. Also 3 sind für den Blutdruck. Eine ist, weil ich war als Kind mal, habe ich mal Asthma gehabt und das kann in der Pubertät wiederkommen, davor habe ich Angst. Okay. Und deswegen nehme ich diese Asthma. Dann habe ich noch eine gegen Allergien. Okay. Ich weiß nicht, ob ich welche habe, aber mit der kriege ich, glaube ich, gar keine. Und die anderen 3, das sind so Nahrungsergänzungs, das ist Calcin und Plasmin und Kukurmin oder weiß der Teufel. Gab es denn einen Augenblick, wo du gedacht hast, also ich meine, nächstes Jahr wirst du 70, das weiß man, aber gab es einen Augenblick, wo du gedacht hast, ah ja, jetzt werde ich alt? Naja, das denke ich dauernd. Das heißt, das ist ja diese große Problematik des Alters. Man googelt sich selbst und merkt, verdammt normal, ich werde alt. Man kriegt es gesagt, man kriegt Reaktionen, die damit zu tun haben. Nur man merkt es nicht so, wie ich gedacht hatte oder wie ich gehofft hatte. Mhm. Und ich behaupte, wir sind eine andere Generation. Wir sind irgendwo natürlich nicht traumatisiert. Ich bin in diesen Wirtschaftswunderjahren geboren. Mir ging es immer gut. Ich habe natürlich auch dieses wunderbare Privileg gehabt, nie in meinem Leben dem Ernst des Lebens ins Auge blicken zu müssen. Ich habe mit Prominenten zusammengesessen, die mussten raten, ob irgendein Schwarzwaldtyp eine Kuckucksuhr zusammenbauen kann, am besten noch blind und rückwärts. Das ist doch, also wieso soll man da irgendwo alt oder verzweifelt werden? Alt ist natürlich ein Fakt und den muss ich zur Kenntnis nehmen, aber mit dem Alter kommt ja auch der Vorwurf, man wäre jetzt verwirrt, man dürfte gewisse Dinge nicht mehr tun und das meine ich, oder das behaupte ich, ist falsch. Aha. Weil irgendwo, ich bin ja selber in der Meinung, alt geworden, na gut, mit 60
hört man gewisse Dinge, macht man also Sex über 60 ist irgendetwas, was man lassen sollte. Hast du dich ja dran gehalten. Habe ich meine Meinung wieder geändert. Ja, ich habe mal kurz Pause gemacht, habe ich auch komm. Und dann, es ist eben der Spaß, den man am Leben hat, der erledigt sich nicht mit einem bestimmten Lebensalter. Ja, aber es kommen ja Dinge dazu. Man kann ja nicht mehr alles machen, was man gerne möchte. Man kann aber alles etwas langsamer. Manches tut weh. Du hattest ja... ja, nein, egal. Ich glaube ja, das Buch, wenn man das liest, das ist ja ein Buch, das sich ein bisschen wie ein Ratgeber liest. Ein Ratgeber an Menschen deines Alters, um irgendwie mit dem Fakt klarzukommen, dass man älter wird. Dass man zum Beispiel dann mal irgendwo, das ist ja schön beschrieben, man dreht sich irgendwie falsch um und dann ist plötzlich was gerissen, was einfach vorher da war, im Oberschenkel. Und schon liegt man in der Reha. Ja, klar. Ja, und in der Reha. Ist mir passiert. So. Aber die haben das wieder zusammengenäht. Dann habe ich die Krücken zu schnell weggeworfen, dann ist es wieder gerissen, haben sie es nochmal zusammengenäht. Jetzt gehe ich ganz vorsichtig. Und ich merke natürlich, wenn ich die Treppen von der U-Bahn hochlaufe, ich renne nicht mehr, ich halte mich am Geländer fest. Mhm. Und wenn es glatt ist, dann gucke ich immer schon mal schön, ob die Schuhe... Deswegen ich die Schuhe. So ja, Gewerkschaftsschuhe, genau. Damit man einfach weiß... Ja, kann man auch weiß. Einhaken, glaube ich. Irgendwo, ja, genau. Ja. Also mit denen kann man eigentlich nicht umfallen, weil die so schwer sind. Ich habe sowas Aber noch. Ich meine, ich sage eben, weißt du, wir fahren ja mit Deep Purple in die Grube. Es ist ja nicht so, dass unser einer sagt, so jetzt bin ich im Alter, wo ich mich anfange für Zara Leander zu interessieren. Ich weiß, dass es die gab, aber das ist einfach anders bei uns. Also die Notwendigkeit zum Vernünftigwerden verspüre ich nicht. Mhm. Meine Mutter hat immer gesagt, wann wirfst du diese T-Shirts weg? Ich habe sie immer noch an. Oh Gott, die hat immer gedacht, Mutter, ja. Mit 40 irgendwie, vielleicht mit 50. Ich kann heute noch keinen gescheiten Krawattenknopf. Gibt es irgendeine modische Extravaganz, die du dir aber nicht mehr leistest, weil du denkst, um 70 Ringen passt das nicht mehr? Es gibt tragischerweise modische Sachen, die mir nicht mehr passen, die in meiner Größe gar nicht mehr hergestellt werden. Also diese ganzen französischen, italienischen Modeschöpfer, da haben die diese kleinen 12-jährigen Knäblein da. Und dann denke ich, ich habe es auch in 56. Nee, also meine letzte Hoffnung sind die Russen, die jetzt irgendwo ab und zu, die sind alle etwas. Doppelt, würde ich sagen. Aber ich meine, es ist ja sehr offen, was du schreibst, damit du irgendwie in Form bleibst, was du machst. Also sehr schön ist die Geschichte mit dem Alkoholverzicht, 40 Tage ohne Alkohol. Ja. Das hat nicht leicht geklappt, oder? Nee, heute geht's wieder. Ja. Aber es ist so, dass tatsächlich man natürlich... irgendwo schon merkt, dass man aus der Fasson gerät. Mhm. Also diese Fastlerei. Früher konntest du, das sollen alle, die 30 sind, genießen, dass man eine Pizza essen kann ohne Spätschäden, ohne dass man nachts Schluck aufgekriegt, ohne dass man am nächsten Tag merkt, da unten sitzt du jetzt. Mhm. Aber ich habe das reingehauen und habe mir gedacht, das geht ewig so. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Nein. Okay. Und dafür jetzt funktioniert das denn, das Intervallfasten? Ja, es geht. Das heißt, darf 16 Stunden nichts essen. Genau. Und dann darf man 8 Stunden alles essen, rein theoretisch. Ja. Also wenn du um 5, anfängst zu essen, dann kannst du 8 Stunden essen, dann pennst du ja schon eine ganze Zeit weg von diesen 16 Stunden, wo du nichts essen darfst. Der nächste Tag ist dann hart. Aber also du darfst bis 5 Uhr nachmittags essen und dann musst du aufpassen. Kannst auch um 4, genau. Du musst dir nur 8 und 16. Genau. Also kann man sich und das machst du, sklavisch. Naja, das habe ich im Moment mache ich es nicht, ehrlich gesagt. Also das mache ich dann immer und dann. Und was ich auch gelesen habe, also das ist ein Experiment gewesen, Liposonics. Was ist das? Ist das Fett absaugen oder was ist nein, das brutal? Nein, eben nicht. Also alles, was wehtut, lehne ich von vornherein ab. Gut. Spritzen irgendwelcher Form, also Alter. Dann am Ende ich wie Bohlen. Das kann nicht sein. Sondern also bei mir, die machen da so mit Hitze. Ich glaube das auch nicht. Kostet einen Haufen Geld. Dann haben die da so ein Ding. Und dann sagt die, oh, I can see it works. Habe ich gesagt, naja, gut. Und was ist denn das jetzt? Also kommt da eine Nadel rein oder nichts? Ultraschallradar, irgendwas. Und das dann, ist genau wie die Pillen, wo ich nie genau weiß, dann, warum. Und dann wackelt das ein bisschen und dann ist weg danach. Es wackelt nicht mal. Es tut auch nicht mal weh. Das macht mir. Ist denn danach weg? Naja, also mein Sixpack ist irgendwie. Naja. 12-Pack. Aber auf jeden Fall mache ich ein paar so Sachen, wo ich glaube, kann nicht schaden. Sport mit religiöser Inbrunst. Ja, ich mache Workout. Also dreimal in der Woche kommt mein Personal Trainer. Okay. Und dann geht's aber los. Ist das jetzt wegen der Gesundheit oder wegen der Eitelkeit? Naja, ich sage es die Gesundheit, aber ich meine die Eitelkeit. Mhm. Das ist der Vorteil in diesem Geschäft, dass man natürlich irgendwo versucht, so lange auszusehen, wie man aussieht. Mhm. Und dann? Man versucht. Aber Peter Hahn hat es ja auch geschafft, der sieht immer nur so aus. Ich glaube nicht, dass der jeden Tag Workout macht. Von wann ist denn das Bild da oben rechts? Was? Das oben rechts, das Bild. Das war in Griechenland, da war ich, glaube ich, 20. Also so sieht es nicht mehr aus. Willst du mal gucken?
Nee, lieber nicht. Also das heißt aber, das ist aber doch etwas, also man muss Abschied nehmen davon, dass man eine eigene Wahrnehmung hat, die innen ist, aber außen sieht es anders aus. Ist das irgendwie schwierig oder ist das ein Problem? Es gibt ganz unglückliche Momente in Umkleidekabinen. Also es wird irgendwann alles eine Frage der Beleuchtung. So. Aber es ist noch keine Frage der Gesundheit. Also es ich arbeite keine mehr an der Beleuchtung als am Körper, sage ich mal. Es ist keine schwere Krankheit. Es ist nicht die Angst vor einer schweren Krankheit. Ich meine, dein Vater ist gestorben, da war er gerade noch 63. Ja, ja. Und der ist an Krebs gestorben. Und man könnte ja auch das Gefühl haben, wenn das einmal in der Familie ist, vielleicht kriege ich das. Hast du gar keine Angst vor diesen Dingen im Alter? Ich glaube schon, dass man sich da vor gewissen Dingen überhaupt nicht schützen kann. Also ich glaube, das, was ich habe, ein gewisses positives Denken, das hilft. Okay. Wird mir aber den Krebs nicht ersparen, so er mich denn befällt. Nun ist es aber so, ich hatte damals, als mein Vater gestorben ist mit 63, durchaus das Gefühl, das ist ein älterer Mann. Du warst 14. Ich war 14, ja. So. Also da fehlen einem völlig diese Wahrnehmungen von Altersabständen. Heute bin ich 70 und sage, es kann doch nicht sein. Wie konnte mir das passieren? Das ist auch berufsschädigend. Aber du kannst nichts machen. Der einzige Trost ist, erwischt alle. Und du hast die Möglichkeit, innerlich irgendwo dem Ganzen einfach entgegenzuwirken. Also ich nehme es natürlich zur Kenntnis. Ich tue nicht so, als wäre ich jung. Man hat mich manchmal als Berufsjugendlichen beschimpft. Das war nie Peter Pan der Fernsehunterhaltung. Ja, das war nie meine Absicht. Also ich habe mich immer so gefühlt, als sollte ich solche Anzüge anziehen und das hört offensichtlich nicht auf. Da gibt es für mich auch kein Schamgefühl, dass ich sage, nun muss ich aber mal zeigen, dass ich seriös geworden bin. Warum eigentlich? Ich bleibe ja Entertainer. Ich bin ja in einem Wanderzirkus. Deswegen auch, ich höre in München auf und fange woanders wieder an. Und die Frage ist eben nur, ergibt man sich seinem Schicksal und sagt, ich mache jetzt Schluss. Es gibt ja wohlmeinende Menschen, die mir gesagt haben, mach Schluss und werde zur Legende. Ja, Ende Legende, da sitzt du irgendwo und es gibt niemand, langweilig, der jeden Morgen da sein Weihrauchfässchen rausholt und sagt, toll, dass der aufgehört hat. Also das ist dir zu langweilig, das habe ich verstanden. Aber die Angst also vor Krankheit, die verdrängst du. Du schreibst ja auch irgendwann mal, du bist ein großer Verdränger. Ist das eigentlich gut? Also macht das einen auch irgendwie gesund oder jedenfalls unanfällig für Krankheit, wenn man es einfach wegschiebt und sagt, das passiert mir gar nicht, wird mir nicht passieren. Irgendwann wird es vielleicht nicht mehr helfen, aber wer nicht krank ist, ist halt gesund. So einfach ist das. Hast du Angst, dass da oben mal irgendwas nicht in Ordnung sein wird? Das war ja noch nie in Ordnung. Okay, alles klar. Der Kampf gegen die Vergreisung, den du beschreibst, also was ist denn dann nicht okay an Vergreisung? Es geht mir eigentlich darum, meinen Altersgenossen hintern zu treten und zu sagen, liebe Freunde, wir sind alle so ein bisschen in der Defensive. Weil die nachwachsende Generation uns anschnauzt, wenn wir das Passwort mit dem Username verwechseln und weil wir irgendwo natürlich aus einer anderen Ecke kommen. Aber wir sind trainiert. Wir sind mit dem Shell-Atlas auf den Knien sind wir Auto gefahren und haben Stadtpläne lesen können, die wir so aufgefaltet haben auf dem Beifahrersitz. Heute fahren wir blind dahin, wo uns irgendeine Stimme aus der Navigation hinlockt. Also ich bin der Meinung, dass wir unser Licht unter den Scheffeln stellen. Alle, die über 50 sind, ergeben sich so kampflos und sagen, für mich ist das nichts mehr. Ich benutze das Internet, ich habe aufgehört zu twittern, ich habe Facebook und dieser ganze Kram interessiert mich überhaupt nicht, weil ich einfach sage, solange ich mit dem reden kann, muss ich dem noch keine Message schicken, oder? Mhm. Ja, so genau. Und das heißt also, das ist die Message an die Altersgenossen. Ich hätte ein paar Altersgenossen, die so in deiner Generation sind, zum Thema Altern in Würde, würde ich gerne fragen, ob du findest, dass diese Herren das auf jeden Fall gut hinbekommen. Der erste ist Arnold Schwarzenegger. Sollten jetzt auch ein Bild sehen von ihm, den kennst du. Der hat jetzt mit 72 Jahren nochmal den Terminator gegeben. Ist das Altern in Würde, wenn man dann doch am Ende das alles nochmal mitmacht? Was Hollywood einem bietet. Es ist auf jeden Fall einfacher, mit 70 die Supernase zu geben als den Terminator. Aber altert der gut? Na, guck ihn dir an. Also ich meine, der hat natürlich mit diesem erhitzten Rohr, macht der natürlich Eindruck. Aber grundsätzlich, Würde und Alter, das muss nichts miteinander zu tun haben. Du kannst würdig sein, wenn du mit einem gewissen Stolz, auch mit einer gewissen Lässigkeit und Gelassenheit dein Leben lebst. Das ist für mich Würde. Okay. Ich stehe im Oktoberfest und singe Marmorstein und Eisenbricht, das braucht kein Mensch. Mit Würde hat das nichts zu tun, aber lustig ist es. Okay, also Arnold Schwarzenegger macht alles gut, der hat dich kritisiert, habe ich gehört. Er sagte, du machst Werbung für Hörgeräte, der hat dir abgeraten, du hast es trotzdem gemacht. Ja, bist du verrückt, hat er gesagt. Ja.
Ich mache keine Werbung für Reverse Mortgage. Also Reverse Mortgage ist in Amerika sowieso, wenn man alten Leuten ihr Häuschen abschwatzt und damit die kriegen dann die Kohle und das Haus ist weg. Da fragen sie Arnold immer, sowas macht er nicht. Und du machst... Na, mit Hörgeräten, es ist ja eben, es geht ja nicht darum, dass du dir so einen Ohrschmalzstöpsel da reinschiebst. Da kannst du telefonieren damit, ich höre da meine ganze Playlist damit. Also es geht ja nicht darum, dass du nun harthörig bist und sagst, hä? Sondern dass du sagst, ich habe da so ein cooles Ding drin. Aber du trägst keins. Bevor mir diese weißen Apple-Stöpsel dauernd rausfallen, die halten wenigstens. Okay, ich habe noch eine. Mick Jagger, 76 Jahre alt, das jüngste Kind ist 3 und er geht mit 76 noch auf Tournee. Also das ein ist Vorbild auch ein Trost, na, ein Trost für mich. Der wird immer älter sein als ich. Mhm. Okay. Ich habe noch einen. Der nächste in der Reihe ist Donald Trump. Der ist 73. Würdest du sagen, der altert irgendwie äußerlich in Würde? Naja, also Würde und Trump, das passt irgendwie auch nicht zusammen. Aber ja. Das hat auch mit dem Alter nichts zu tun. Ich meine, mit Trump habe ich nichts am Hut, aber Mick Jagger, wenn du den siehst, natürlich höre ich im Radio, wie die 24-jährigen DJs lästern, wenn die wieder ein Konzert geben. Ich habe mir das angeschaut, das ist einfach toll. Da sitzen 70.000 Leute und get off of my cloud und das funktioniert nach wie vor. Ich glaube nicht, dass Ariana Grande in 70 Jahren Konzerte gibt, die ist im Heim. Werden wir sehen. Und warum hast du mit Trump nichts zu tun? Ich meine, du bist ja Halbamerikaner, hast eine Green Card. Ja, ich war genauso, bei Obama war im Weißen fassungslos, Haus. Fassungslos da gesessen bei einer Wahlparty und habe gesehen, wie Trump gewählt wird. Das ist wie mit Brexit. Man konnte sich das nicht vorstellen. Aber wenn man die Amerikaner kennt und wenn man weiß, mit welcher Bockigkeit die Dinge ablehnen, die wir für normal halten. Also dieses ganze Theater um die Gesundheitsreform, um diese ganze, wenn ich das amerikanische Recht, die Rechtsprechung mir angucke, das amerikanische Gesundheitswesen, die sind wahnsinnig, ja, aber sie verteidigen machen's aber, das. Machen es aber trotzdem und kommen damit irgendwie durch. Ja, weil die sagen, Politik hat mit uns nichts zu tun. Wir machen uns ja viel mehr Sorgen um den Trump als die Amerikaner. Wir reden viel mehr über den als die. CNN und Fox den ganzen Tag. Aber die Masse der Amerikaner, denen ist wichtig, dass die früh ihren Würstchenbude aufmachen und am Abend die Würstchen verkauft sind. Und wenn das Ketchup eingetrocknet ist, brauchen sie Neues. Also die leben so in ihr Leben und sagen, die Politik hat mit uns nichts zu tun. Wir schreien immer gleich nach der Politik. Das erklärt Donald Trumps Wahl wahrscheinlich ein bisschen besser. Also wir halten fest, du bist fit, es geht dir gut, du kümmerst dich um deinen Körper, du hast nicht vor aufzuhören. Weißt du noch, was du gemacht hast gestern genau vor 8 Jahren? Ich weiß nicht mal, was ich gestern gemacht habe. Habe ich mir gedacht, deswegen zeigen wir es dir. Das hat Thomas Gottschalk gestern genau vor 8 Jahren gemacht, am 3.12.2011. Gestern vor 8 Jahren. Ich nehme den Applaus hier im Publikum für das, was auch meine Absicht war in den 23 Jahren. Ich habe es für Sie gemacht, hatte unheimlich viel Spaß dabei und habe dann letzten Endes immer gedacht, ich hätte es auch für mich gemacht. Es wäre ein ganz bitterer Moment für mich, wenn ich sagen müsste, das war's. Wenn ich jetzt einfach aus dem Scheinwerferlicht verschwinden würde, muss ich ehrlich sagen, hätte ich ein Problem und Sie hoffentlich auch, deswegen komme ich bald wieder. In diesem Sinne, herzlichen Dank, gute Nacht, es war eine tolle Zeit, auf Wiedersehen. Das war die letzte Sendung von Bettengast in Friedrichshafen. Ehrlich gesagt, es erinnert mich ein bisschen an Tina Turner, ja? Tina Turner, die, glaube ich, 4-mal sagt, ich gehe jetzt, aber ich komme irgendwann mal wieder. Vermisst du es trotzdem? Wetten das? Ich meine, du siehst unverändert aus, du könntest genauso auf der Bühne stehen. Warum? Ich nehme zur Kenntnis, dass sich was verändert hat. Die Grundbedingungen, die ich damals hatte, nämlich dass Menschen bereit waren, sich am Samstagabend vor einen Fernseher zu setzen gemeinsam, und zwar der Opa und der Enkel. Das Kind und die Mutter, die sind nicht mehr. Und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, ich wusste damals, dass der Opa weiß, wer die Spice Girls sind und ich wusste, dass das Kind weiß, wer Tina Turner ist. Und das ist heute nicht mehr so. Okay. Heute erklären die mir, das ist ein Blogger, der hat 7 Millionen Follower, da musst du dich tief verneigen. Und dann sage ich, was ist mit Phil Collins? Ja, der kann nicht mehr laufen, denke ich. Oh, shit. Also, okay. Das ist halt die Wirklichkeit. Und die muss ich akzeptieren. Und es gibt immer, und deswegen ist das alles gar nicht so bitter und so furchtbar, das wird es immer geben, dass sich Dinge erledigen. Ich bin da, die Fiak haben sich erledigt. Aber du machst es doch nächstes Jahr nochmal. Einmal. Wetten das. Kameradschaftsabend, einmal.
Aber da gehe ich davon aus, dass du musst zugucken, du machst was Besseres vor. Dass man einfach, ach, da ist er wieder, ach ja, das ist doch ganz schön. Ich will genau diesen Leuten das Gefühl geben, Freunde, mich gibt's noch, euch gibt's noch, hoffentlich gibt's uns noch lang. Das war der Auftritt zum Thema. Es geht dir gut. Vielen Dank, dass du zu Besuch warst und toi, toi, toi für das nächste Jahr und Wetten, das. Danke, Thomas Gottschalk.